Heute wird es wieder praktisch und da es ein Thema ist, das euch alle bzw. viele von euch interessiert, machen wir heute Vocals bearbeiten. Bei Mach's dir selbst! Jahu! Hallo meine Lieben, der Andi von Töricht hier. Abonnier gleich diesen Kanal, wenn du das noch nicht gemacht hast, um keine Videos mehr um Cakewalk, DistroKid, also alles, was um selber Musik machen, erschaffen, hochladen und distributieren geht, mit dieser Kanal hier dafür optimal. Wechseln wir doch mal zu Cakewalk. Heute habe ich einen Song für euch mitgebracht, der nennt sich Brüder. Den haben wir mit Töricht schon rausgebracht. In der Beschreibung ist ein Link, da könnt ihr doch gerne mal bei Spotify oder so reinhören. Würde mich ein Feedback von euch sehr freuen. Heute würde ich den wieder ganz anders abmischen wie vor, ich glaube, 2 Jahren oder so. Weil man lernt ja immer wieder dazu und wenn du dann was hörst und wie du das früher gemacht hast, wird euch genauso passieren. Deswegen ist auch immer ganz wichtig, macht einen Song fertig, weil er wird nie fertig. Es gibt immer einen Grund, den wieder neu abzumischen und wieder was neu zu machen. Also von dem her, schaut, dass ihr mit einem Song so schnell wie möglich fertig werdet. Krass Tipp. Aber wir sind ja heute da, um die Vocals abzumischen. Und das ist jetzt meine Herangehensweise. Aber auch vorher möchte ich nochmal ganz deutlich verdeutlichen, wir machen das Vocal Abmischen jetzt eine Art, wie es ich mache. Es gibt 1000 verschiedene Möglichkeiten. Meine ist nicht unbedingt die richtigste und ist auch nicht die beste. Und ich mache das bestimmt auch nicht fehlerlos. Hauptaugenmerk dieses Tutorials ist wieder, wie gehe ich mit Cakewalk um? Wenn ihr dazu meine Mixing-Herangehensweisen mitkriegt, ist es so, dass für mich das Sahnehäubchen, aber nicht die Priorität dieses Videos. Hören wir mal einfach kurz rein. Der ganze Song ist jetzt schon von dem her so dies abgemischt, außer die Vocals, da habe ich wirklich alles zurückgesetzt. Dass man miteinander was aufstehen kann. Zusammen Schule, rauchen, saufen, an der Zeit gedreht. Schwarz mit Motorrad unterwegs, bis die Achse bricht. Rot in den Schnee gekotzt. Das A und O einer guten Vocalaufnahme und Bearbeitung ist schon Don't fix it in the mix. Es muss sich schon ohne irgendwelche Effekte und Kladderadatsch muss es sich schon gut anhören. Und wenn es das nicht macht, ändert eure Mikrofonposition. Stimmt irgendwas mit dem Raum nicht? Gibt es irgendwelche Frequenzen, die sich überlagern? Das heißt, wenn ihr also dort die Aufnahmen schon im Rohzustand nicht gut klingen, wegschmeißen, nein, machen, besser machen. Wir fangen gar nicht an, irgendwelchen Dreck im Mix zu fixen. Also ganz wichtig, wenn ihr aufnehmt, saubere, gute Aufnahmen als Ausgangsmaterial. Dann werdet ihr auch sehen, ist das Abmischen viel einfacher. Und was mischen wir jetzt heute ab bei den Vocals? Wir deren erst aufräumen, im zweiten Schritt deren wir Schlechtes reduzieren, im dritten deren wir Gutes boosten und dann deren wir noch die Dynamik einschränken mit Kompressoren. Erster Punkt, aufräumen. Was meine ich damit mit aufräumen? Wir deren alles, was wir in dieser Spur nicht brauchen, gleich mal rausschneiden. Und was für so ein Sand ist, wenn zum Beispiel in der Dildo beispielsweise gegen einen Mikrofonständer läuft, dass es einmal so richtig schmatzert, diese. Guckt, dass euer Mund feucht ist beim Essingen. Oder wenn ich meinen Popfilter vergessen habe, den Popschutz am Mikrofon. Paula poppt, poppend. Machen wir es mal weg. Paula poppt, poppt. Wir haben hier unsere Vocalspur und jetzt werden wir erstmal die auf Solo schalten. Und mit Klicken und Ziehen nach oben, hier kann ich die Wellenform vergrößern. Die machen wir jetzt mal so groß, dass ich wirklich jedes Futsal da sehe, was auf der Aufnahme drauf ist. Und da habe ich jetzt dieses Fitzelchen zum Beispiel, hat keine relevanten Informationen. Also raus damit, hier, wenn man es gelernt hat, mit dem Anfasser. Oder wenn es mitten wo drin ist, einfach markieren und dann mit der Entferntaste das jeweilige entfernen. Ist alles übrigens nicht destruktiv, merke ich dann, oh, das hätte ich doch noch braucht. Kann es wieder herholen. So gehe ich jetzt meinen ganzen Track durch und lösche alle Sachen raus, die ich nicht brauche. Anderes Szenario ist zum Beispiel, wenn ich meinen Popschutz am Mikrofon vergessen habe. Paula poppt, poppt. Wenn ihr keine Möglichkeit habt, das neu aufzunehmen und damit leben müsst,
dann könnt ihr zum Beispiel genau da ein Fade-In machen. Dann sind die zwar noch da, aber nervt nicht so. Mit gedrückter Alt-Taste mache ich mir genau hier einen Schnitt. So, und bei hier, bei diesem Schnitt, mache ich dann hier ein Fade-In. Bis die Achse. Bis die Achse. Vergesst dann aber nicht, bei der anderen Seite hier ein Fade-Out zu machen, um Knackser oder Plop-Geräusche zu vermeiden. Habe ich jetzt hier mehrere Schnitte drin, dann muss ich diese Fades alle nicht manuell setzen, das geht auch viel schneller. Mit Klicken und Ziehen markiere ich mir das Ganze, gehe hier oben auf Clips, Clip, Fades setzen und dann hier 10 Millisekunden Fade-In und Fade-Out reicht. Und mit OK habe ich jetzt hier an jedem Clip ein Fade-In und Fade-Out gesetzt. So einfach geht es. Und für all diejenigen, die sich jetzt denken, ja, aber diese Störgeräusche sind doch so leise, warum muss ich denn die überhaupt rausschneiden, wenn ich sie eh nicht höre? Könntet ihr recht haben, habt ihr aber nicht, weil es ist folgendes. Wir haben ja dann noch eine Bearbeitung, unter anderem auch eine Dynamikbearbeitung. Das heißt, alles, was lauter gemacht wird, wird leiser gemacht und alles, was leiser gemacht wird, wird lauter gemacht. Und das mache ich unter Umständen mehrere Male. Tue dann irgendwelche Exciter dazu oder irgendwelche anderen Plugins via Sättigung, die meine Vocals einfach nochmal aus dem Mix hervorstechen lassen. Und deswegen werden die so früh wie es geht raus da. Punkt Nummer 2. Schlechtes Reduzieren. Na, wohl eher schlecht. Aua. Wohl eher schlecht klingendes. Wir haben ja einen Frequenzverlauf, der von 0 Hertz bis in unserem Fall 20.000 Hertz oder 20 Kilohertz geht. Und in dieser Stimme verteilt gibt es immer Frequenzbereiche, die klingen gut. Und es gibt aber auch Frequenzbereiche, die klingen jetzt nicht so gut. Und genau die möchte ich mir dann raussuchen und dann in dem Fall reduzieren. Dafür brauche ich einen Equalizer. Mit B den Browser auf und schauen wir uns mal, was gibt es denn für EQs. Ich nehme mir gerne den Sonitis Equalizer. Der, finde ich, hat immer sehr gute Ergebnisse, ist ressourcenschonend und sehr übersichtlich. Wir machen das heute über den Pro Channel. Über den Pro Channel habe ich ja schon ein Video gemacht und ich bin mir sicher, ich deute wieder auf die falsche Seite von dem Bildschirm. Wir werden jetzt hier erstmal einen Equalizer einfügen und ich habe im Pro Channel habe ich ja meine Module, die extra dafür gemacht sind. Ich kann aber auch jedes andere beliebige VST Plugin einfügen, einfach mit Klicken und Ziehen hier rein und dann wird es dann, machen wir hier mal das Sick, und dann wird es hier in einen FX Chain mit eingebunden und in den kann jetzt auch wieder so viele Plugins einfügen, bis mein CPU damit in die Knie geht. Und in dem Fall, dass für mich ja eine Analyse ist, mache ich das im Solo-Modus, dass ich nur die Vocals höre. Grundsätzlich solltet ihr aber beim Abmischen immer im Kontext abmischen und euch alle Instrumente mitlaufen lassen, die im Song drin sind. Wer ruft den jetzt an? Wer stört mein Video? Dann bis später, Peter. Komplett vorhanden verloren. Okay. Ich gehe immer so heran, dass ich mir hier einen so einen Regler nehme, da nehme ich mir ein Peak-Dip hat und dann werden wir hier mit Q einen recht schmalen Filter einsetzen und dann mache ich ein sogenanntes Sweeping. Das heißt, ich gehe dann hier durch und höre mir die Stimme an und jede überbetonte Frequenz, bei der ich sage, die gefällt mir jetzt nicht so, die reduziere ich so ein bisschen. Also nicht komplett rausschneiden, sondern einfach nur ein bisschen reduzieren. Ich möchte ja, weil umso mehr ihr eingreift, umso künstlicher klingt die Stimme und ich möchte das Ganze jetzt schon natürlich hier haben. Das ist jetzt Marcells Stimme, mit der arbeite ich schon sehr lange zusammen und weiß genau, wo ich bei Marcel hinklangen muss, wo auch die Störfrequenzen liegen. Bei eurer Stimme müsst ihr das dann schon selber raushören. Aber ich zeige euch mal das Prinzip. Der muss jetzt einmal hier nochmal einen Loop setzen und diesen Loop setzen wir mit Umschalt-L und dann können wir es mal laufen lassen und dann hören wir mal, welche Frequenzen da jetzt nicht so schön sind. Mit Kirsche misch. Ich aus dem Dorf, du aus der Stadt, hab nie gewusst, was geht. Zusammen Schule, rauchen, saufen, an der Zeit gedreht. Schwarz mit Motorrad unterwegs, bis die Achse bricht. Hier und dem Bereich bei 200 Hertz habe ich schon mal Resonanz drin. Die kann ich mir ein bisschen reduzieren.
So, da reichen aber wirklich so 2 dB mehr mächtig. Und ich mache vom Q, das darf ein bisschen breitbandiger sein, das kann ich hier einstellen. Ja, und mal weiter. Ich aus dem Dorf, du aus der Stadt, hab nie gewusst, was geht. Zusammen Schule, rauchen, saufen, an der Zeit gedreht. Ja, der jetzt zum Beispiel, das ist generell was bei der Stimme, das kann man fast universal sagen. Hier um so 800.000 Hertz ist immer Frequenzbereich. Dann lächelt die Stimme mal so und dann dürft ihr auch ruhig ein bisschen reduzieren, weil es nach Mittag klingt. Jetzt haben wir meine ganzen Störgeräusche jetzt mal rausgefiltert und eins, was ihr auch grundsätzlich eigentlich immer machen könnt, wenn ihr einen sogenannten Hochpassfilter anwendet, das heißt ein Filter, der bis zu einem bestimmten Frequenzbereich alles abschneidet und alles drüber durchlässt. Und in dem Fall können wir ruhig 60 Hertz machen, aber alles unter 60 Hertz brauchen wir gar nicht, weil in diesem Bereich sind keine wirklichen Audioinformationen, was den Gesang betrifft, drin. Das sind im besten Fall nur irgendwelche Störgeräusche wie Rumpler oder sowas drin. Habe jetzt meine Stimme damit besser gemacht oder verschlimmbessert? Gibt es eine ganz gute Möglichkeit, das rauszufinden, und zwar mit einem sogenannten AB-Vergleich. Wie mache ich den am besten? Also ich mache es ja so, damit ich wieder diesen Hirnfick nicht habe, dass ich auf das schaue, wie mein Plugin blinkt und der Zeiger ausschlagt, sondern dass ich mich auf mein Gehör verlasse. Ich mache dann Folgendes. Ich positioniere meine Maus auf den Bypass-Button oder auf den On-Off-Button von dem jeweiligen Plugin, starte die Wiedergabe, mach die Augen zu, klick ein paar Mal mit der Maus, bis ich nicht mehr weiß, habe ich es jetzt aktiviert oder deaktiviert, und dann kann ich objektiv vergleichen, was klingt jetzt besser. Und wenn ich mal sicher bin, ich habe jetzt das gefunden, was in meine Ohren besser klingt, dann mache ich erst die Augen wieder auf und dann schaue ich, ist das Plugin jetzt dabei aktiviert oder deaktiviert. Bis die Achse bricht, rot in den Schnee gekotzt wird. Ist es dabei aktiviert? Perfekt, hast deinen Job gut gemacht. Ist es deaktiviert? Dann lass es weg. Genauso, wenn es die gleiche hört. Wenn ihr keinen Unterschied hören könnt, dann könnt ihr es aber wieder weglassen, weil dann habt ihr keine Verbesserung erreicht. Jetzt gibt es noch ein anderes Störgeräusch, und zwar Essgeräusche. Und damit meine ich jetzt nicht davon, wenn etwa mit offenem Mund kaut, sondern S, F und Sch. Dann können diese S-Laute ziemlich nerven. Und um das zu verhindern, gibt es sogenannte De-Esser. Und die machen nichts anderes, dass sie die nervigen Frequenzen runterdrücken. Ein De-Esser ist bei Cakewalk auch schon dabei. Keine Ahnung warum, aber der ist standardmäßig deaktiviert. Könnt ihr aber ganz einfach selber aktivieren. Und zwar geht ihr hier auf Hilfsmittel, Cakewalk Plugin Manager. So, und da klicke ich hier unten auf ausgeschlossene Anzeigen. Und hier unter VST-Effekte sehe ich schon hier den VX64 Vocal Strip. Hat unter anderem an die Esser dabei. Draufklicken, dass er markiert ist, und dann hier Plugin aktivieren. Und könnt ihr mit den anderen auch machen, wenn ihr da mal reingucken wollt. Müsst aber nicht. Und den ziehe ich mir auch hier in meine FX-Chain und hier unter den Equalizer. Und mit einem Klick können aufmachen. Und dann seht ihr, hier gibt es einen De-Esser oder auch noch andere Sachen wie ein Kompressor und ein Equalizer drin oder Röhrensättigung. Wir konzentrieren uns jetzt auf den De-Esser. Jede Stimme hat hier seinen eigenen Frequenzbereich, wo diese S-Laute besonders störend hervorklingen. In Marcells Fall sind wir hier bei 2,8 kHz. Da weiß ich das schon, da kann ich den Frequenzbereich auf 2,8 kHz stellen. So. Und dann hier mit dem Depth-Regler kann ich mir dann die Intensität einstellen. Hab nie gewusst, was geht. Zusammen Schule, rauchen, saufen, an der Zeit gedreht. Jetzt bin ich mit dem De-Essing fertig. Somit haben wir Punkt 2 abgeschlossen. Alles, was nicht so gut klingt, ja, jetzt haben wir rausgefiltert. Und jetzt kommen wir zu Punkt 3. Das, was uns gut gefällt oder was in Ohren gut klingt, das boosten wir jetzt ein bisschen. Und dazu könnte ich jetzt auch wieder den Sonitis Equalizer hernehmen. Da ich aber hier schon den Gliss EQ Hub oder wie er heißt, dann der in Cakewalk im Pro Channel dabei ist, macht man uns hier mit Zoom mal auf, dass wir ein bisschen mehr optischer arbeiten können, aber wie gesagt, immer noch hören und nicht gucken,
was das Plugin macht. Und da mache ich jetzt auch wieder das gleiche mit einem Sweep, nur hier suche ich Frequenzen oder Frequenzbereiche, die ich jetzt als angenehm empfinde und die booste ich dann. Nur wenn du mit Kirsche mischst. Ich aus dem Dorf, du aus der Stadt, hab nie gewusst, was geht. Zusammen Schule, rauchen, saufen, an der. Und so mache ich den Sweep jetzt mit dem restlichen Frequenzbereich. Schwarz mit Motorrad unterwegs, bis die Achse bricht. Auch hier wieder beachten, weniger ist oft mehr. Wenn ihr euch nicht sicher seid, auch hier wieder ruhig mal am Blindtest AB-Vergleich und dann werdet ihr besser. Werdet ihr sehen. So, jetzt haben wir auch hier den Punkt abgeschlossen. Wir haben jetzt alles geboostet, was schön klingt. Und jetzt möchte ich noch die Dynamik so ein bisschen unter Kontrolle bringen. Und das mache ich mit einem Kompressor. Heute nehme ich mir mal den PC76 U-Type vor. Der ist auch bei Cakewalk schon dabei. Rechtsklick, Modul einfügen und dann PC76 U-Type Kompressor. So, und den möchte ich nach meinem Equalizer haben. Das heißt, dass ich jetzt hier alles Schlechte reduziert, alles Gute geboostet und das Gesamtsignal möchte ich jetzt an Kompressor. Deswegen kommt jetzt der Kompressor hier in den letzten Schritt in meiner Signalkette. Ich habe mal rein und der wir mal das Ganze ein bisschen komprimieren. Wichtig wieder, hören, nicht gucken. Mit Kirsche mischt. Ich aus dem Dorf, du aus der Stadt, hab nie gewusst, was geht. Zusammen Schule, rauchen, saufen, an der Zeit gedreht. Hier hilft kein viel, hilft viel, weil zu stark komprimiert hört sich auch nicht so schier. Ich aus dem Dorf, du aus der Stadt, hab nie gewusst, was geht. Zusammen Schule, rauchen, saufen, an der Zeit gedreht. Und falls ihr jetzt denkt, ja, aber Andi, ich habe so große Lautstärkenunterschiede, es sind Passagen, manche sind viel leiser und manche sind viel lauter, da muss ich meinen Kompressor so extrem einstellen. Nein, müsst ihr nicht, da müsst ihr vorher Handarbeit leisten. Wenn das also bei euch der Fall ist, dass ihr sehr viele laute und sehr viele leise Passagen habt oder quasi einen sehr großen Dynamikumfang, dann machen wir das Ganze mit einer Clip-Automation und zwar mit dem Gain, den wir dann anpassen. Das geht ganz einfach. Ich gehe hier auf unser Datenfilter-Auswahlmodul und da Clip-Automation Gain. Jetzt kann ich hier manuell eingreifen und zum Beispiel sagen, ich möchte es hier ein bisschen leiser machen. Sowas könnte rein theoretisch auch den kompletten Kompressor ersetzen, ist aber ein Haufen Aufwand. Ihr müsst auf alle Fälle ausprobieren und ganz, ganz wichtig, nur weil man bei Vocals oft einen Kompressor hernimmt, heißt es noch lange nicht, dass ihr immer einen Kompressor hernehmen müsst, dass ihr immer eine Vocal, eine EQ-Bearbeitung machen müsst. Es ist deswegen, verlasst euch auf eure Ohren, ich kann es nicht oft genug sagen, und wenn ihr der Meinung seid, hey, es klingt so auch ganz gut, dann müsst ihr unbedingt einen Kompressor draufschmeißen, nur weil man es so macht. Ja, und im nächsten Teil macht man dann weiter, da käme dann eine zweite Stimme dazu, eine Stimmdopplung. Und wie wir die bearbeiten, zeige ich euch da. Und drunter gibt es wie immer ein Video zum Chillen, wenn es zu viel war. Abo nicht vergessen und bis dahin sage ich Bussi aufs Bauchibärli und Servus. Hätte ich selber fast nicht mehr gewusst.